Das Kiewitzschutzprojekt im Kreis Warndorf ist ein Gemeinschaftsprojekt von der unteren Landschaftsbehörde, also dem Kreis Warndorf, gemeinsam mit dem Landwirtschaftsverband und der Landwirtschaftskammer und der biologischen Station, also der NABU Naturschutzstation Münsterland. Ja, in Nordrhein-Westfalen und auch im Kreis Warndorf sind die Bestände zurückgegangen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Vor allen Dingen, weil sich einfach die Lebensräume verändert haben. Also ursprünglich kommt der Kiewitz ja auch in Moorgebieten und vor allen Dingen in Moorgebieten oder Feuchtwiesen vor. Und diese Bereiche gehen einfach immer weiter zurück, gibt es einfach kaum noch. Und der muss immer wieder ausweichen auf neue Lebensräume, beispielsweise auf Ackerflächen. Also vorrangig sind das jetzt Maisackerflächen oder auch Wiesen und Weiden. Und die sind natürlich viel intensiver bewirtschaftet, als es der Kiewitz eigentlich mag. Der mag gerne ein bisschen kahlere Flächen, wo auch einfach freie Sicht ist. Und die Kulturen, die heute so angepflanzt werden, die wachsen teilweise viel zu schnell und viel zu dicht für den Kiewitz. Die Bestände des Kiewitz sind ziemlich stark zurückgegangen in den letzten 20 bis 25 Jahren um über 50%. Und das ist natürlich dramatisch. Wir wissen nicht, wie lange wir den Vogel hier in der Region noch halten können, obwohl er ja Nordrhein-Westfalen eben eigentlich 25% des bundesweiten Bestandes ausmachen. Aber eben die Zahlen sind stark rückläufig. Früher waren es wesentlich mehr. Heute, ja, je nachdem, wo ich an Ackern bin, 5, 6, manchmal 8. Je nachdem, was ich auch für eine Vorfrucht drauf habe. Wenn ich Wintergetreide drauf habe, der Aufwuchs ist ja dann relativ schnell. Da kann der Kiewitzjunge, der kann da nicht so gut flüchten und sich so gut verstecken, weil er ist jetzt ja auch relativ klein. Und wenn er durch das lange Korn da laufen muss, da tut er sich schwer mit. Deswegen, das Sommergetreide ist dann schon ideal. Was meinen Sie denn, wodurch kommt das, dass es immer weniger Kiewitze gibt? Ja, die industrielle Landwirtschaft ist ja nun mal so, die Kühe werden ganzjährig in den Stall gehalten, die kommen dann nicht mehr nach draußen hin. Es wird ein paar Mal im Jahr gemäht. Es liegt keine Kuhfladen. Der Kiewitz braucht Futterfläche. Wo findet er Futterfläche? Auf dem Maisacker findet er kaum Futterfläche. Das ist, wenn die Jungen am Laufen sind, das sind ja Nestflüchter, ist ja bekannt. Dann sind die hier in den Wiesen, wo die Tiere dann laufen. Das ist der kleine Unterschied. Also das Futter fehlt? Das Futter fehlt. Die Landwirte sehen ja selber, dass die Kiewitze weniger werden. Also ich werde auch von vielen Landwirten selber darauf angesprochen. Einige rufen uns auch selber an und sagen, wir haben Kiewitze. Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich die berücksichtigen? Wie können wir die schützen? Also die sehen das schon selber auch, dass die Notwendigkeit, dass dem Kiewitz geholfen werden muss. Ja, und die meisten sind auch gerne bereit, da mitzumachen und die Gelege abzustecken. Viele machen das von sich aus schon seit Jahrzehnten und ja, freuen sich eigentlich über die Unterstützung. Also die meisten sind eigentlich schon sehr positiv eingestellt. Und es gibt einfach Flächen, wo der Kiewitz immer sitzt. Ich habe im Freckenhorst eine Fläche, da ist auch schon ein Gelege. Da brütet schon der erste Kiewitz. Da habe ich auch eine Kiewitzinsel zur Verfügung gestellt. Und das ist dann so. Das heißt, Sie glauben nicht, dass die schneller mal umziehen auf neue Flächen, die vielleicht da wären, die sondern sind, eher da bleiben. Die sind sehr standorttreu. Das ist so. Gut, dann etwa 4-5 Meter Entfernung. Ja, einerseits versuchen wir jetzt erstmal vor allen Dingen auch die Gelege zu schützen, dass man vor allen Dingen durch Markierung der Gelege dem Landwirt die Möglichkeit gibt, die Gelege dann auch zu finden und die dann auch zu berücksichtigen, entweder zu umfahren oder die Maschinen dann kurz anzuheben. Das ist halt schon mal eine sehr gute Möglichkeit, um kurzfristig da eine schnelle Lösung zu finden. Langfristig gesehen ist es auf jeden Fall sehr wichtig, auch die Nahrungshabitate, vor allen Dingen für die jungen Küken auch wieder herzustellen, dass man einfach durch Blühstreifen, Ackerrandstreifen einfach die Feldflur wieder ein bisschen artenreicher gestaltet und die Kiebitze einfach auch mehr Nahrung finden können. Geht viel Fläche verloren, wenn Nester umfahren werden, wenn man drumherum fährt? Nein, definitiv nein. Wenn Sie kleine Maschinen haben, ist das überhaupt gar kein Problem. Da brauchen Sie einen Meter dran wegbleiben, das reicht. Machen Sie eben einen kleinen Schlenker drum und nächstes Mal können Sie wieder geradeaus fahren. Das passt dann. Das führen wir seit mehreren Jahren jetzt durch, das Kiewitzschutzprogramm. Ich
denke, dass es intensiver durchgeführt wird, so seit 2012. Aber in den Jahren vorher wurde das natürlich auch schon mit berücksichtigt, nur vielleicht nicht in dem Rahmen, wie es jetzt gemacht wird. Also jetzt ist es schon sehr intensiv, dass wir wirklich mit drei Kartierern zum Teil, also derzeit sind es drei Kartierer von der NABU-Station, die für uns draußen sind und kreisweit die Flächen kontrollieren und auch immer schauen, was zwischendurch denen noch so vor die Nase läuft. So, ich fange jetzt mal an mit dem ersten Ei. Das Nest heißt H4. So, hier haben wir 26,5 Gramm. Das Ei Nummer 2 hat eine Länge von 4,75 cm und eine Breite von 3,36. Da wir das Programm ja noch nicht so intensiv jetzt über Jahrzehnte durchführen, können wir natürlich auch keine ganz genauen Bestandszahlen kreisweit nennen. Allerdings ist auf jeden Fall klar, dass die Bestände zurückgehen. Das sagen uns auch die Landwirte. Die merken auch alle, dass es weniger wird. Und ja, von daher wollen wir natürlich zusehen, dass die Bestände wieder hochgehen und dass wir da den Bestand wieder in gutes Maß bekommen. Feldvögel in unserer Agrarlandschaft, da werden wir uns sicher von einigen Arten früher oder später verabschieden müssen. Also das Rebhuhn haben wir hier kaum noch, die Grauammer ist eine absolute Seltenheit. In Münster ist die Feldlerche quasi verschwunden. Ja, und im Kiebitz, der wird sich wahrscheinlich auch in die Schutzgebiete zurückziehen. Der Naturschutz alleine kann das eben nicht bewältigen. Wir müssen da zusammenarbeiten.